Im abschließenden Video dieser Lektion werden Sie zu kritischen Anwendern und Anwenderinnen und bekommen eine Reihe an Instrumenten vorgestellt, die Sie zusätzlich in Ihre Toolbox geben können. Dieser Werkzeugkasten soll jeden und jeder von Ihnen eine proaktive Gestaltung im digitalen Wandel ermöglichen. Gerade Sie als zukünftige Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter sind besonders angehalten, eine Mitte zu finden. Eine Mitte, die gerade mit Hilfe von Technologie und Ihrem Wissen und Ihrer Intuition möglich gemacht werden kann. Eine Mitte, die Sie finden sollten. Und zwar in der Kommunikation, innerhalb von Organisationen, am Arbeitsplatz, bei Entscheidungsprozessen und in operativen Geschäften. Hierfür wird uns aber neben dem Einsatz von Technologie beispielsweise die Unterscheidung von symbolischer und produktiver Konnektivität nützlich sein. Ich wünsche Ihnen mit diesem abschließenden Video viele neue Anregungen für Ihre zukünftige Herangehensweise in der Mitgestaltung des digitalen Wandels. Und, wie Ronald Meyer es womöglich sagen würde, sind auch Sie am Ende dieser Lektion hoffentlich mit einer Menge an neuem Wissen angereichert worden. Herzlich willkommen zum MOOC Digitales Leben, Einheit Wissensmanagement im digitalen Wandel, liebe Teilnehmenden an den Geräten. Und jetzt geht es um das Thema Konnektivität, um das Thema Verbindungen, Zusammenarbeit zwischen Menschen. Was ist eigentlich Konnektivität? Und da gibt es zwei verschiedene Ausprägungen, die wir gefunden haben in einem Papier, das wir zusammen in einer Forschergemeinschaft mit Lena Weizsäcker von der Auckland University of Technology mittlerweile und Ulrich Remus von der Universität Innsbruck hier entwickelt haben. Und zwar sind das die symbolische und die produktive Konnektivität. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Menschen anderen Menschen signalisieren, dass sie momentan erreichbar sind. Availability, Erreichbarkeit und auf Anfragen antworten. Sehr responsiv, sehr schnell, sehr rasch auf Anfragen antworten. Responsibility und Availability, also die Erreichbarkeit und die Antwortzeit, sind zwei Kategorien, mit denen Konnektivität beschrieben wird zwischen Menschen. Und symbolische Konnektivität bedeutet, dass ich sehr oft einfach diese Zugänglichkeit signalisiere, sehr schnell antworte, aber die Antworten eigentlich immer wiederkehrende Diskussionen sind. Eine Benachrichtigung ist, ich melde mich in einer Stunde wieder und in einer Stunde sage ich doch erst in 3 Stunden. Dann sind das auch Nachrichten, man ist responsiv, aber es kommt eigentlich nicht wirklich ein Mehrwert für den Empfänger, die Empfängerin dabei rüber. Das passiert in produktiver Konnektivität. Und in dieser produktiven Konnektivität geht es darum, dass man genau diese überflüssigen Benachrichtigungen eigentlich filtert und sich darauf konzentriert, dass tatsächlich an der Arbeit an sich zwischen den Menschen, an der Zusammenarbeit Mehrwert geschaffen wird und dieser Mehrwert in der Konnektivität verortet werden kann. Da haben wir 3 verschiedene Instrumente gefunden dazu, wie das funktionieren kann. Filter sind eben eines, dass man sozusagen solche unerwünschten Signale ausfiltert, dass man die Konnektivität in Gruppen unterteilt und für manche erreichbar ist, für andere vielleicht nicht, wo das momentan nicht notwendig ist. Und dass es auf einen Arbeitsplatz, auf einen digitalen Arbeitsplatz sich bezieht, wo man diese Konnektivität erhöht und in anderen Arbeitsplätzen, in anderen Kontexten das nicht tut. Warum braucht es eigentlich diese Unterscheidung und warum wollen wir symbolische Konnektivität loswerden und auf produktive Konnektivität filtern? Das liegt daran, weil die ständige Erreichbarkeit, mit der wir heute umgeben sind, also eigentlich hat es ja zunächst mal zu einer Erhöhung der Autonomie geführt. Man kann von überall aus zu jedem Zeitpunkt zugreifen auf Informationen, sich mit anderen Menschen vernetzen. Es ist eine wunderbare Freiheit eigentlich. Und hat aber manchmal dazu geführt, dass die Erwartungen sich wirklich hochschaukeln, sodass man tatsächlich dazu angehalten ist, überall und jederzeit auch tatsächlich erreichbar zu sein und seine eigene Autonomie eigentlich verliert. Das ist ein so ein Modell, das geschaffen wurde. Und dann gibt es ein zweites Modell, das das auch schön beschreibt, dass eigentlich sozusagen es einen Zustand gibt, in dem man zu wenig Konnektivität hat. Also es Man fragt nach in die Gruppe hinein und bekommt die Antworten erst nach 3 Tagen, obwohl man sie eigentlich dringend bräuchte. Dann gibt es den Zustand von zu viel Konnektivität, Hyper-Connectivity, im Unterschied zu Hypo-Connectivity, zu wenig.
wo man ständig überlastet ist eigentlich durch die vielen Nachrichten, die auf einen einströmen und schon gar nicht mehr die E-Mails und die Instant-Messaging-Anfragen alle beantworten kann und nur noch sozusagen hier schreibt, ich komme gleich, ich bin gleich da, warte noch 2 Minuten, hier Biopause in der Videokonferenz, 2 Videokonferenzen gleichzeitig, ja, symbolische Konnektivität, dass man sozusagen aus dem einen Zustand zu viel zurücknimmt oder von dem anderen Zustand zu wenig hochschaltet in einen Zustand des konnektiven Flows, der so in der Mitte ist, wo man eigentlich sehr gut zusammenarbeiten kann, zusammenwirken kann, und zwar sowohl was die Produktivität betrifft, als auch das eigene Befinden, das Wohlbefinden, mit dem man sich in einem Unternehmen, einer Organisation, in einem Kontext mit auch Freunden, Kooperationspartnern, einer Lerncommunity einbringen kann. Ja, und die Frage ist an der Stelle natürlich, kann, soll jemand intervenieren? Das muss nicht unbedingt eine Führungskraft sein. Das können auch Teammitglieder untereinander sein. Und wir haben uns da einen Kontext, in dem sehr eng zusammengearbeitet wird. Das war so eine internationale Unternehmensberatung in dem Fall. Die haben wir uns angesehen, enger, und haben festgestellt, dass es da eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, mit denen Grenzen gesetzt werden, mit denen Grenzen gezielt, manchmal auch nur temporär, überschritten werden oder mit denen Grenzen wieder eingefordert werden eigentlich. Ja? Also da gibt es ganz verschiedene Formen von Maßnahmen, taktischen Maßnahmen, Boundary Work Tactics haben wir es genannt, die angewandt werden, um diese Grenzen zu setzen, sie zu verhandeln zwischen Menschen, sie auszudehnen, wenn es notwendig ist, in einer besonderen Projektphase zum Beispiel, oder sie auch wieder zurückzunehmen, wenn es einfach zu weit geht, ne? Wenn man in diesem Hyper-Connectivity-Bereich drin ist. Jetzt haben wir gesprochen eigentlich sehr stark über die Zusammenarbeit zwischen Menschen. Also wenn wir heute an Zusammenarbeit denken, dann denken wir an verschiedene Menschen, die miteinander arbeiten. Wir haben aber in einer vorhergehenden Einheit, und hier wiederhole ich es jetzt, auch davon gesprochen, dass es solche Mensch-Maschine-Tandems gibt. Da hatten wir gesagt, es gibt den Menschen und eine Maschine, die zusammenwirken und miteinander besser sind, eigentlich besser performen als jedes einzelne Element alleine. Und jetzt kann man sich aber auch vorstellen, dass solche Maschinen wirklich sozusagen Teammitglieder werden. Und das haben wir auch in einer internationalen Forscher-Community uns zur Aufgabe gesetzt, mal über Fragestellungen nachzudenken. Wann könnten denn solche Maschinen tatsächlich in der Wahrnehmung wie Teammitglieder in einem Zusammenarbeitskontext gesehen werden und die Zusammenarbeit produktiver und auch angenehmer machen, indem sie zum Beispiel Informationen vorfiltern, indem sie Neues entdecken, indem sie Probleme intelligent behandeln, indem sie auch in kognitiven Entscheidungsprozessen so partizipieren, dass diese angenehmer, konstruktiver, erfolgreicher auch ablaufen. Ja? Und dann gibt es noch diese Stufe, was kann denn eigentlich die Organisation tun, damit der Umgang mit Wissen in solchen Kontexten, sei er die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Menschen, sei er die Zusammenarbeit mit Maschinen auch, besser werden. Und da haben wir festgestellt in einem Papier, das ich zusammen mit Klaus Nord auch geschrieben habe, der schon erwähnt wurde in einer vorhergehenden Einheit, wo es um die Wissenstreppe 4.0 ging, was Wissensmanagement 4.0 eigentlich für prinzipielle Wirkungen in einem Unternehmen erzeugen soll. Und wir haben 2 gefunden. Zum einen eine dynamisierende Wirkung und zum anderen eine stabilisierende Wirkung. In der dynamisierenden Wirkung geht es darum, dass kritisches Wissen identifiziert wird und damit auch zugänglich gemacht wird, dass Sinnstiftung und gemeinsames Verständnis für welches Wissen entwickelt werden soll, reifen soll, weitergegeben werden soll, validiert werden soll, angewandt werden soll, als Handlungsgrundlage geschaffen wird. Dass zu Erneuerung, zu agilem Lernen, zur Reflexion aufgerufen wird. Dass diese ermutigt wird, ermöglicht wird auch, durch IT unterstützt wird. Und dass Plattformen für das Engagement der vielen geschaffen wird. Wenn wir von einem Modell ausgehen, dass das Wissen in einem Unternehmen auf die ganz verschiedenen Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, Facetten, ganz unterschiedlichem Lernstand, ganz unterschiedlichem Reifestand, Interessensgrad, ganz unterschiedlichen Zielen zusammenwirken soll, damit das Unternehmen, die Organisation sich gut weiterentwickelt. Und die zweite Seite war eben das Operative, das war eher so die strategische Perspektive, die dynamisierende Perspektive, das Transformieren einer Organisation im digitalen Wandel.
Und das operative Wissensmanagement soll eigentlich als Stabilisator wirken. Wie schaffen wir es wieder, dass wir in all diesem Aufbruch, in all dieser Agilität irgendwo wieder eine Etablierung eines geordneten Rahmens finden, der auch dazu verhilft, dass man diese überschießende Konnektivität, dieses überschießende aktionistische, gar nicht mehr produktive Handeln auch wieder zurücknehmen kann. Ja? Sich von einzelnen Piloten, die nicht erfolgreich sind, zum Beispiel verabschieden kann. Mit Piloten meine ich jetzt hier Systeme, die als Pilot, als erstmalige Anwendung in einer Organisation eingeführt werden. Und da haben wir auch drei solche Facetten gefunden. Zum einen das Kuratieren von Informations- und Wissensflüssen, dass diese Flut wirklich gefiltert wird und so aufbereitet wird, dass die Mitarbeitenden auf ihre Bedürfnisse, Interessen, aber auch Ziele, Erfordernisse ihrer Aufgaben gezielt versorgt werden damit, dass die Zusammenarbeit ermöglicht und erleichtert wird in einer Form, die sowohl Hypo-Konnektivität, zu wenig Verbindung, als auch Hyper-Konnektivität, zu viel Störung vielleicht auch, und Unterbrechungen vermeidet. Und das menschliche Lernen und das Maschinenlernen in Einklang zu bringen. Das heißt, gezielt auch die Entwicklung der maschinellen Aufgabenträger in einem Unternehmen zu reflektieren und sich da sozusagen konzentriert auch damit auseinanderzusetzen, dass die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Menschen im Einklang ist mit der Weiterentwicklung der Maschinen, mit denen Menschen ihre produktiven Prozesse zusammen gestalten.